So. Mich jetzt mal andersrum auf meinen Stuhl gesetzt. Mal gucken, wie das läuft. So. Die Emote-Spammer, ihr Ollen. Ich habe mir übrigens eine Maya-Matte. Also, Sandro hat mir eine Maya-Matte besorgt. So rum. Danke fürs Baby. Ah. Ich sitze jetzt mal andersrum auf meinem Stuhl. Mal gucken, ob das jetzt hilft. Day of the Tentacle, aber natürlich. Kenne ich Day of the Tentacle. Andersherum auf dem Stuhl zu setzen, nee, aber es hilft vielleicht fürs Sitzen. Es hilft vielleicht fürs Sitzen. Da sitze ich nämlich gleich ganz anders. Mal gucken. Ansonsten kann ich heute, glaube ich, nicht mehr lang hier rumsitzen. Ulm, Ulm, ey, wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Eine Maya-Matte? Nee, Maya-Mate. Und links die Pflanze ist aus Mario. Und ach, hier, ja. Im Schatten vorne. Gute Nacht, Sir. Schlaf gut. Keep out. Judging from this sign, I'm sure I'll be welcome. Ich denke auch. The janitor would not be happy. Findest du? Können wir es benutzen? If only I could get you to keep out of my face. Ach, Skinny. Können wir das hier denn öffnen? No way, it's closed. And I can imagine who has the keys. Einfach auf den Boden legen. Ja, vermutlich hat der Hausmeister die Schlüssel. Das wäre aber ganz praktisch, wenn ich die bekommen könnte. Na, mal gucken. Hey boy, you finally woke up. You know you could have broken your neck. This is not a fun fair. Monkey Island! Alter! Aber sowas bedeutet... Oh, und guck mal hier. Alter, die Alraune schreit. Okay, was haben wir hier alles? Ein Pentagramm haben wir hier noch. Ah, Akku. Alles klar. Toms Rätseltagebuch. Ach, hier, das ist Harry Potter. Wie hieß er? Tom Riddle? Tom Riddle. Ist das richtig? Tom Riddle, ne? Dimmesdale certainly has the best mascot in the world. Chompy, chompy on the wall. Who is the fairest one of all? Apart from you, obviously. Die Maske ist von Crash Bandicoot. Damn it, Naughty Dog, would you finally start developing a new Crash Bandicoot? And no, remastered doesn't count. Budabiga. Bonaparte. Bodyguard. Yes, well, your mother. You could have just said that in the first place. That shrill voice makes my skin crawl. I mean, my bones. Don't provoke me, I'll wail even louder! No, please be quiet. What's wrong with you? How would you feel if your roots were torn from the ground? Technically, I've had the life torn from my body, but I'm not making all this fuss like you. Hat er recht. Also er, ne, macht da jetzt nicht so einen Stress wegen. Okay, wie haben wir den Hausmeister? Ein Cocktail? I hope this is just sangria. Take away alcohol from a grown man? I would kill anyone who touched my snack. So. Okay, also das können wir nicht. I may not have to worry about catching herpes anymore, but I'm still not drinking from the straw of a stranger. Alles klar, okay. Das Tagebuch. I would have liked to see you deal with this horcrux if it were an Nokia 3310, my dear Potter.
unzerstörbare Nokia 3310. Ich hatte auch ein 3310. Der Harlequin-Stab, der ist auch aus dem Spiel. Die Schnecke aus Toro kann sein. Der war wirklich gut. Der war wirklich, wirklich gut. Der war richtig, richtig gut. Warte mal, ich nehme das Mikro mal noch ein Stück von mir weg, da ich jetzt so nach vorne gebeugt hier schon fast liege quasi. Eine Spritzfliege. Ah, ach so, das ist so eine Clownsfliege. Das ist Lachi aus Discworld. Ach, Discworld habe ich nicht gespielt. Das kenne ich nicht. Das kenne ich wirklich gar nicht. Clowns and their abundant sympathy. Okay. Ach, die dürfen wir mitnehmen. Okay. Das Pentagramm haben wir hier noch. Ach so, können wir das... Ach nee, wir können mit dem Ding reden. 7 books and 8 movies didn't teach you anything? Na, aber... Lass uns doch mal... Bukao... Kann ich sagen, das 3310 mag... Ach, Wodka, oh nicht. Muff, Muff, du hast nicht ernsthaft Wodka über das Nokia gekippt. Obwohl es ein sehr gutes Spiel ist, aber Discworld war schwer, oder? Ich glaube, Discworld war sehr, sehr schwer. Aus Pandemonium. Was? Der starb jetzt. Oder was? Jetzt komme ich nicht mehr mit. Das ist richtig, der Schlüssel ist am Knie des Hausmeisters. From what I understand, this can be used for satanic rituals, even to conjure demons. Hope I'm not wrong. Der ultimative Hammer. Ist mir beim Kuscheln damals ins Glas gefallen. Das war mein erstes Vertragshandy damals. Nee, bei mir war das noch, das war ohne Vertrag. Kennst du Monkey Island? Ja, ich habe Monkey Island gespielt. Komplette, im Stream. Pandemonium ist ein Jump'n'Run aus den 90ern, okay. Tisch geknallt ist und ihr Red Bull sich über mein Nokia 7110 gelaufen. Nein, Wolf, nein. 50 Shades of Grey an der Garderobe? Was, wegen dem Ball hier? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Instant Rip. Da fehlen mir noch Teile. Da fehlte doch nur der letzte Teil, wo alle gesagt haben, der ist nicht toll. War das nicht so? Are you kidding me? Ja. Das ist eine Clownsnase. Hätte ich auch eher gedacht, oder? Ich meine, da hing erst so ein Clowns-Ding-Teil hier, so eine, diese Fliege. Ach, der Episodenteil und der dritte. Haben wir den dritten nicht gespielt? I don't know much about esoteric activities. Okay. Do you really want me to talk to a picture painted on the floor? Yep. When you cross the street, do you ask permission of the zebra crossing? Natürlich, jedes Mal. Doch, hattest du, das habe ich schon mal gefragt. Ist nur nicht als Video gespeichert. Siehst du, sag ich doch. Das hatte ich gespielt, Onkel. So, ansonsten haben wir jetzt hier aber bis auf den Hausmeister nichts mehr, ne? Und den Schlüssel halt. These must be the crane keys. Hey, you! What do you think you're doing? How? Using telekinesis? Zum Beispiel? How? Using... Können wir mit dem Schlüssel reden? With 4 available actions, you really think this is the best choice? Lass uns erstmal mit dem Hausmeister ein bisschen reden. Better not cause any disasters around here. Who are you talking to? The player on the other side of the screen, mister?
player, screen. That fall must have been worse than I thought. Okay. Okay, drei aus. Sie sag ich doch. Wir haben das Episodending nicht gespielt und die vier haben wir nicht gespielt. How did I get here, precisely? How the hell am I supposed to know? No, I meant, who brought that purple wardrobe here? Wardrobe? I thought it was a coffin. Two guys from a moving company with a white van full of old junk. Old junk? Old junk? I need that wardrobe. I don't live in this waste for fun. If you want something, you must pay. But I have no money. How much do you want exactly? Let's settle it this way. As an exception, if you pay the crane costs, you can take the wardrobe. What if I use the crane myself without bothering you? And what if I use these boots to kick your ass? Nett. Eins und zwei habe ich auch im Remake gespielt. Crone. I see you love black magic. Are you some sort of wizard? I don't like that tone. Black magic is neither shallow nor vapid. It's real art. Of course. I didn't think for a moment it wasn't. And do you ever wear the pointy hat with the little stars? At the birthday parties. Well, aren't you tall, eh? My grandpa put steroids in my baby food when I was a kid. Okay, this time I really put my foot in my mouth. Hey, I meant what I said. Thanks for helping me. Oh, don't get me wrong. I'm not interested at all in your health. I just wanted to be sure a dead brat doesn't get in my way. Then you shouldn't even be talking to me. Did you say something? Ah, forget it. Post-traumatic ramblings. Okay, I better go. See you around. Don't get into any more trouble. Aber er hat mir jetzt nicht gesagt, wie viel Geld er haben wollen würde. Du hattest gerade irgendwie Teil 1 und 2 als ein Spiel im Kopf. Nee, 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 nee. Okay, wir haben... Können wir denn das wirklich machen? Can you be more specific? Ja, okay, das können wir nicht. Schade. Können wir ihm Batteriesäure irgendwie in den Cocktail kippen? Stop for a second. I want you to reflect on what... Schade. Können wir, wenn wir dir Alraune Plutonium geben? I doubt it could be used as a fertilizer. Na, schade. Können wir... You are aware that this request makes no sense. No. The use of the mouse is not meant for act... Stop for a second. I want... Okay. Ich glaube, hier drin sind wir erstmal durch. Ich glaube, wir können aktuell hier nichts machen. Uns fehlt Zeug. Uns fehlt auf jeden Fall Zeug. Jetzt ist die Frage... Wir müssen irgendwie an den Schlüssel kommen, auf jeden Fall. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Oh, warte, hier ist noch eine Mülltonne. Too many Mansion, ja. This is the first time you've tried to make me rummage through the rubbish. What strange perversions you have. Wobei ich das auch nicht gespielt habe, ne? Maniac Mansion haben wir nicht gespielt. Es wäre schön gewesen, oder? Wenn es als Dünger funktioniert hätte. Waste, waste, and waste again. Hey, wait a minute. Seems Santa Claus came early this year. Noch eine Batterie. Okay, wir haben bereits drei Batterien. Was auch immer wir damit machen. Genau, Day of the Tentacle hatte ich im Remake angefangen. Das gefiel mir aber nicht. Das stimmt. Das war irgendwie... Nothing I want to get rid of. Though, come to think of it... Das mit der Alraune können wir schnell noch probieren. Ulf, das probieren wir. Bin ich sicher, ob ich das gerade versucht habe? Nee. Nee, das klappt nicht. Okay. Du Banausen. Ja, es tut mir leid. Also, das hat mir wirklich nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob es am Remake lag oder woran es lag. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber da hatte ich wirklich... Irgendwie hat mir das nicht... Das hat mir tatsächlich nicht gefallen.
Better wait until it gets dark, when everyone will be in costume. Okay, wir warten. Das dürfen wir Andi nie sagen. Tatsächlich habe ich mir bei Andi letztens hier Weihnachten, hat er das, glaube ich, gespielt, ne? Irgendwie so. Oder Silvester? Wann hat er das gespielt? Na, irgendwann hat er es gespielt. Jetzt vor kurzem. Da habe ich es mir angeguckt. Ja, natürlich, das habe ich gezockt. Weihnachten hat es gespielt, ne? Genau. Wieso? Totally fake grave. Warum ist da eine Turbine? Wieso? Full Throttle, genau, das ist auch in der Sammlung. If there's anyone alive. Was nochmal? Guess someone will need some property renovations. Ah, okay. If there's anyone alive. Genau, Full Throttle haben wir im Remastered gespielt, das war echt gut. Sure. One thing's for sure, someone used it the wrong way. Ja, vermutlich. Ein Briefkasten. Maybe you might want to get the mail from time to time. Okay, was haben wir hier? Ich liebe dich. Bitte vergib mir. Doch ich kann diesen Brief einfach nicht anders beginnen. Du bedeutest mir alles und das weißt du auch. Das hast du schon immer. Seit ich dir das erste Mal in die Augen gesehen habe. Und ich weiß, dass das auch immer so sein wird. Und deswegen will ich nicht keine weitere Nacht verbringen, ohne zu wissen, dass wir auf immer und ewig zusammen sein werden. Heirate mich. Look. The next one could be a bill. Better stop right there. Ah, okay. I don't have to send any letters. After all, it's not like I've had much of a social life in the past 5 years. Okay. Alles klar. Können wir mit dem Briefkasten reden? Sometimes. Ja, ist gut. In Ordnung. Ich will es gar nicht hören, Skinny. Okay. Jetzt ein Liebesbrief. A bit of lateral thinking surely doesn't hurt. Ich bin gespannt, was wir damit machen. I would have never expected to see Pinhead with heart-shaped boxers. Let's see. I could sing him a lullaby. Yeah. Lullaby, lullaby, you. Who will I give this baby to? I'll give it to Santa Claus and he will drink it in his house. I'll give it to the old witch and she will fall into a ditch. Everyone knows she can't handle her drink. I'll give it to a complete fool and he will slip into the pool. I'll drink it with my stupid friend and all our money we will spend. Happy alcoholic dreams, little star. Wieso? Und die Begründung, warum keine Umhänge getragen werden, hä? Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich finde die Musik gerade sehr, sehr angenehm. Nee, kenne ich nicht, Onkel. Ich kenne so viel nicht. This is a great garden decoration. Much better than the gnomes. Never disturb the dead people. Aber das ist doch ein Fake. Steht doch da. Totally fake. If you dictate your epitaph to me, I'll think about the rest. Soll ich jetzt schon wieder einen YouTube-Link anklicken? Ich werde jetzt mal keinen YouTube-Link anklicken. Onkel Whisper ihn mir. Das ist besser. Da habe ich ihn nachher noch. Dann kann ich nachher gucken. Huch, wer ist denn da? These parties reach is unparalleled. They could at least put the cups on a table. Echt, ey. Oh, party this way. Da ist ein Besen. Wieso sieht denn das hier eigentlich überall so aus? Ist das Hulk? So ein bisschen? Ich meine, was läuft hier eigentlich verkehrt?
Können wir da was mitnehmen? Ja, können wir tatsächlich. Wir können ein Pappbecher mitnehmen. Können wir das? I don't follow. Okay, können wir nicht. Nightmare Before Christmas. Ja, ja, genau. Hier, ne? Okay, wir können ins Baumhaus. Lass uns mal kurz ins Baumhaus gucken. Oh, ist die Katze niedlich. Oh. Bungee Jumping? In Oriental mythology, the dragon is a symbol of balance and wisdom. But not even a talisman this size could make up for your stupidity. Unfortunately for me. Genie ist echt nicht nett. Shenron, revive Krillin! Don't get smart with me. Oh! I didn't think you could talk. Hab ich wirklich nicht gedacht. Wakami, a thousand-year-old object, so I've received a soul as a gift. A Tsuku... what? You can just call me Tsuko. Hallo? Tsuko. Raubling, oh, die Katze. Wieso? Was ist denn mit dem Bart? Der ist halt lang. Und? Dragon Ball, die verwursten alles. Ich fand vorhin, dass der Dieb, der Einbrecher, der sah auch aus wie einer aus Dragon Ball. Ich kam noch nicht auf den Namen. Karussell Karaoke. Are you some sort of carousel karaoke or what? I'm a music box, to be precise. Eine Spieluhr. Passed down through generation to generation in the Chinese family. It seems this tradition didn't last long after all. Well, I wouldn't say that, since the man on your right is the firstborn of the emperor. Ooh. Krillin, ja, das kann sein. Das kann sein. Can you sing me something? I know a song you might like. I do not doubt your vocal skills, but actually I'm more of a metal guy. A death metal guy. Do I look like someone who could sing something like that with these clothes on? Weil der länger war und anfangs ein Böser. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht. I have to go. Zaijin. Er erinnerte mich nur an einen aus Dragon Ball, deswegen dachte ich mir vorhin schon so, na. Das hier. Ja, da hast du recht. It says birthday cake. I don't know what I expected, but I'm disappointed. Wait a minute. Since when do I speak Chinese? Ich hab keine Ahnung. You've been a very bad boy. No birthday cake for you. I don't think this kind of thing has any purpose besides decoration. Okay. It was probably thrown by an amateur hitman. Können wir den mitnehmen? With serious sight problems. Yeah. It's too high. I can't reach it. Hm, Mist, wir haben auch gerade nichts dabei, um da hinzukommen. Hm. Hier ist ein Einhorn. Hier ist der Kopf eines Einhorns. Hier. Einsiedler. Hier haben wir noch ein Poster. I hate ideograms. I suppose it's the first thing Chinese students learn to write. If I find one that says, kick my ass, I promise I'll give it to you as a gift. That is the strangest form of meditation I've ever seen. Vor allem, schwebt der da oder sitzt der nur auf was? Weiß nicht so genau. Excuse me? Mister? I don't want to bother you, but
Damn it, old man, I am talking to you! Your approach is ill-suited for a civil discussion between adults. You're right, I went too far. I forgive you. Nett! Aber Einhorn könnte auch passen. Das ist ein Einhorn, Onkel. Stimmt ja, die Kanne könnte aus die Schöne und das Biest sein. Das könnte sein, ja. Und das hier sind dann die Raketen von Gandalf? Vielleicht? Etwas zu alt, in einem Baumhaus zu wohnen? Don't you think you're a bit too old to live in a treehouse? Verily. I have dwelled here for 63 very long years. Oh, sorry. I had no idea. Be not ashamed, boy. I forgive you. Ah, stimmt. Mulan-Raketen. Ja, das könnte natürlich auch sein. Geht das so ein Findus? Okay, wir werden uns hier, glaube ich, nicht einig. Kommst du, dass du dich für so ein Leben entschieden hast? How come you made this life choice? Modern society did not befit me. The decay of values, the rotten logic of capitalism, wars generated by the interests of politicians, the inept or mind-washed public. Yet I am sure mankind has learned from such foolhardy mistakes over the decades. You'd be surprised. Nähst du wirklich deinen Bart? Are you really sewing your beard? Incorrect, boy. I am knitting it. Natürlich. Why would you want to do something like that? I produce eco-clothing for important fashion brands. What about that story of how modern society doesn't suit you? When one's moral beliefs undermine personal interests, send them to hell. Herr Fassad, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Ich verstehe nicht, warum du ständig ich vergebe dir sagst. I don't understand this obsession you have with saying I forgive you. You must be a person of unsurpassed goodness. In truth, I am not, boy. When I was a mere lad, I was besought to play a priest for school theater. People rushed from all the neighboring towns to grace us with their presence. Everything proceeded perfectly, and I felt the pride swell in my then tiny body, covered in a black robe. But alas, during the third act, the confessional collapsed upon me and hurt my head. People were greatly dismayed when they saw the little minister on the ground, senseless. I hung betwixt life and death for two whole days, and then I awoke. Ever since, I cannot resist uttering, I forgive you, all the time. Yes, very interesting. Ja, ja, das war sehr interessant. Jintu hat noch Kater, ja, stimmt. Jintu hat gestern zu viel getrunken. Mir geht's auch ganz gut. Ich habe bloß Probleme mit dem Sitzen gerade. Ich bin ein schrecklich böser Junge. Könntest du mir bitte vergeben? I'm a terrible boy. Could you please forgive me? Please. You are indeed, boy. It is not appropriate at all to make fun of an elderly man. And yet, I forgive you. Danke. Das ist sehr nett. Warum meditierst du beim Stricken? Why do you meditate while knitting? Meditation is one of the key aspects of my life as a hermit. 'Tis useful to dissolve the tensions in one's head and concentrate on the inner self. But if I can do both things at once, better for me. Do you not agree? Doch, doch, ich habe meinen neuen Stuhl schon lange, Herr Fassad, aber heute habe ich irgendwie Schwierigkeiten zu sitzen. Also es ist ja nicht so, als hätte ich nicht heute schon gestreamt, ne? Aber heute ist halt einfach ein bisschen zu krass. Crone, ich kann auch keine, also so viele Stunden kann ich auch nicht auf einem Gymnastikball sitzen. Das sagt auch hier jeder Arzt oder
whatever, Sporttrainer, dass du nicht so lange, wie ich streame, auf einem Gymnastikball sitzen sollst. Und das hilft mir ja für die Beine auch nicht. Also ich habe einfach gerade, wobei ich auch tatsächlich mit dem Hintern heute zu kämpfen habe. Deswegen sitze ich ja auch gerade falsch rum auf meinem Stuhl. Dafür ist ja gedacht, dass man immer mal, ne, man immer mal da falsch rum drauf sitzt. Und das ist gerade sehr angenehm, also das ist gerade recht angenehm für den Hintern, aber dafür ist es für den Rücken gerade sehr anstrengend. Naja, das ist alles nicht so einfach. Okay. I'll leave you to your extremely busy life. The door of my dwelling will always be open to you. Especially since you don't have a door. Genau, eben. Er hat ja gar keine Tür. Ich komme hier sowieso immer rein. Ella Beige. So. Schade, dass ich mit der Katze nicht interagieren konnte. Das wäre halt echt super, Heffers Art. Also ich bin ganz ehrlich, so ein Tisch, dass ich immer mal stehen könnte beim Stream, wäre halt top. Aber, also was ich hier dafür alles umbauen müsste, damit das geht... Da müsste hier so viel umgebaut werden. Aber das wäre super. Kannst du noch mehr Becher mitnehmen? Können wir versuchen? Ja, tatsächlich. Tatsächlich kann ich hier wieder sonst wie viele Becher mitnehmen. Na toll. Jamie! Gefallen! Olli! Vielen, vielen lieben Dank für den Reset. Aber war der nicht erst? Weiß ich nicht, Olli. Stimmt, du hast erst vor kurzem gereset. Aber dann warst du eben beim letzten Reset spät dran. Olli, vielen, vielen lieben Dank für 16 Monate. Du darfst dir jetzt Bilder, Poster, Plakate, Gemälde, was auch immer, mit in deine Gummizelle nehmen, um es da ein bisschen auszuschmücken und zu dekorieren. Und an eine Wand kommt ein riesiges Flauschraupengemälde, was du mindestens einmal am Tag anbeten musst. Und wehe, du machst das nicht. Ich sehe alles. Alles. Danke, Olli. Dankeschön. Zoom, wen haben wir denn hier noch? Kann ich hier noch irgendwie... Ich will jetzt nicht wieder 5000 Pappbecher mitnehmen. Alles gut, Jamie. Das ist schon in Ordnung. Schönen guten Abend. Ja, ja, oder? Der 3D-Brillenkürbis, der ist mir vorhin schon aufgefallen. Wie, Hefesa, das würdest du nicht machen. Hallo? Der Kult wächst. Ich will auch mitmachen. So, haben wir hier noch irgendwas? Wir können mit dem Quarterback offensichtlich interagieren. Oh! Damit ich es als Poster drucken, aufhängen und anbeten kann? Nein, das ist doch schon als Gemälde in deiner Zelle. Das gibt's nicht als Poster. Du hast da ein riesiges Gemälde. Lebe damit. So, ich werde mich ganz kurz umsetzen. Oh Gott. Oh. Oh. Das ist immer, weil du ja sitzt ja so reitmäßig dann auf dem Stuhl, ne? Oh. Ich weiß auch nicht mehr, aus welchem das war. Ich weiß nur, ich fand die gruselig und ich glaube, die sind gar nicht gruselig und böse. Oder? Wieso erschreckst du dich vor dem? Weil ich die so gruselig finde. Jichiros Reise. He doesn't exactly seem like a smart guy. Hey, Flea! Don't make me angry or I'll beat you up and make you regret being born! Bullying tendencies and a clear deficiency in basic language skills. Another point for Skinny! Sehr gut!
Jamie, das hilft mir auch nicht. Weil erst böse und dann lieb. Ach, dann war das so rum. What do you want? Why are you so angry? Upstairs is close. And we can't do hanky-panky with my blondie girlfriend upstairs. Given the circumstances, I'll volunteer myself as interpreter. The room on the upper floor is closed, so my girlfriend and I can't find a place where we can have a little alone time. The second upstairs is redundant. How come the door is closed? That stupid Johnny Blonde is there with his brunette whore. That unintelligent blonde man Johnny has shut himself in the room with that morally loose dark-haired girl. She must be quite famous around here. Bad story, yep. Oh Mann. Ah, Benny, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Warum hilfst du mir nicht eben dabei, einen Schrank von der Müllkippe zu? Und das wäre eine gute Idee. Listen, since you can't go up there, why don't you give me a hand getting a wardrobe from the dump? Bite me. Let me. Tasty refusal. Nein. What if I find a way to clear the room? Why not? I suppose in this case, I can accept. Okay, don't move and don't abuse that girl while I'm gone. I'm not drinking booze. Yeah, nice. No booze. I better go now. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich heute nicht länger durchhalte. Also schon alleine mit Sitzen. Ich muss irgendwie mich jetzt mal bewegen. Ansonsten breche ich hier noch zusammen vor Schmerz. Oh. Ich vermutlich dann gleich aufs Fahrrad schwingen. Das finden wir nicht gut. Armes Mädel. Was jetzt, die oben oder die unten? Was jetzt? Ich meine, am Ende sind beide ja dran. Also selbst dran schuld, oder? Oben. Ich finde den unten jetzt auch nicht viel besser. So, ich guck mal, wo ich euch für den Rest des Abends hinschicken kann. Ganz kurz hier die Seite neu laden. Entschuldigt, dass es heute Abend nicht so lang geht wie sonst. Aber ich muss jetzt irgendwie mich bewegen. Sonst geht das nicht gut aus. Ich schicke euch zum Stony rüber. Der spielt Horizon. Ich hoffe noch eine ganze Weile. Tatsächlich. Hat euch das Spiel eigentlich gefallen? Ich mag es tatsächlich. Ich mag es, mir gefällt es gut. Ich finde zwar, dass einige Sachen, also einige Jokes, tatsächlich nur gut im Englischen funktionieren. Also wenn man auf die englischen Stimmen hört. Aber ansonsten finde ich es echt gut. Die Untertitel sind vielleicht ein bisschen knapp da. Also für euch zum Lesen eigentlich, glaube ich, sehr schwierig möglich. Aber wenn man, ja, das Englisch geht, oder? Ich finde, es geht. Erhol dich gut. Naja, ich werde mich jetzt bewegen. Aus dem Dauerlauf machen. Na, das werde ich jetzt nicht tun. Glaube ich. Stone horstet schon. Oh nein. Oh nö. Oh nö. Okay, wenn Stone horstet. Oh, das ist ja blöd. Dann schicke ich euch einfach. Ich und Point-and-Click-Adventures. Ja, sehr cooles Spiel. Es freut mich. Es freut mich. War ganz witzig, ja. Ja, war toll. Schön, okay. Fabi? Wieso folge ich Fabi nicht? Was macht Fabi? Wieso folge ich Fabi nicht? Ja, das hat ganz bestimmt nichts damit zu tun, aber da ist bestimmt mal wieder unfollowed oder so. Was macht sie? Oh, The Whispered World. Oh, das ist ja fantastisch. Da kann ich euch direkt... Oh, das ist so super. Da kann ich euch direkt zu einem anderen Point-and-Click schicken. Zu einem schönen.
Dort wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Seid lieb zur Fabi. Das erzähle ich dir, Alaskana. Ich werde ihr gleich folgen. Sie wird es ja eh gleich mitkriegen. Habt dort bitte ganz, ganz viel Spaß. Ich werde mich jetzt gleich aufs Fahrrad werfen, nachdem ich Fabi schnell Hallo gesagt habe und mich dafür entschuldigt habe, dass ich irgendwie keinen Follow-Lot habe. Das geht gar nicht. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann morgen wieder. Sollte ich nicht irgendwie dann morgen übelste Schmerzen haben. Nein, darfst du nicht, Johann. Auf gar keinen Fall. Seid lieb zu Fabi. Habt einen schönen Abend. Dankeschön. Bye, bye.